Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge auf der Isle of Zypta. Ja, würde ich sagen, wir schnacken gar nicht groß vorher. Wir gehen erstmal direkt rein ins Dungeon. Dürfte diesmal mal interessant werden, da wir ja das erste Mal zwei Begleiter dabei haben, die uns tatkräftig unterstützen können. So, und wir hatten in der letzten Folge ja draußen schon ein bisschen gesehen, dass die ein bisschen stärker sind, die Viecher, ne? Hier drinnen auf uns warten. Und vor allen Dingen auch ein Ende mehr Lebenspunkte haben. Das ist, glaube ich, nochmal das Interessantere. So, neues Wissen erworben. Rückgebildeter Teufel. Okay. Und ich glaube, ich sollte mich schon mal ein bisschen mehr umgucken. Ihr hattet mir in der einen oder anderen Folge da auch schon mal geschrieben, dass ich irgendwo ein paar Sachen übersehen hatte. So, wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Nächstes Dungeon. So. Ist das nur eine? Ist nur. Ah, hier stehen noch ein paar Skelette. Ja, gut, Skelette. Ne? Krasse Fähigkeit. Eine krasse Fähigkeit. Muss ich gestehen. Bisschen Stahlfeuer. Nehmen wir mal mit. Spart die Herstellung. Müssen wir es nicht selber machen. Was ist das hier? Gehärteter Stahlhammer. Ey, du frisches Skelett hier, glaube ich das? So, guck mal natürlich hier nochmal. Wieder mega Potenzial, dass ich mich verlaufe. Ich habe immer Orientierung wie so Bierdeckel, ey. Aber es ist, glaube ich, gar nicht verkehrt, dass wir hier reingelaufen sind, denn hier ist nochmal eine Truhe. Ha, das sind hier so die Dachbursche. Nicht mit mir. Alter, das ist aber auch ein Angriff, den er hier macht. So, irgendwas Interessantes? Nee. Was ist das hier? Er hat das Stahlgroßschwert. So, was kriegen wir denn hier? Hanumans Garda. Auch wieder mit abtrennen. Auch wieder eine Waffe, die wir mit abtrennen hätten. Ja. Nehmen wir mal mit. Brauchen im Moment keine Sau, weil wir halt durch die Waffen der grauen Riesen eigentlich schon bessere Sachen haben. Aber nehmen wir mal mit. Müsste unser Dietrich vom Skorpionenkönig gewesen sein, ne? Den wir in der Stadt der grauen Riesen platt gemacht hatten. Bin ich ja mal tierisch gespannt. Bis jetzt waren die Viecher nicht gerade großartig herausfordernd. Hm? Da haben wir schon gefährlichere Viecher gesehen. Das war jetzt hier gerade im Moment hier noch ein bisschen. Ist eine ganz gute Kombo, die wir jetzt hier gerade haben. Dadurch, dass, wie gesagt, ne? Unsere liebe Kalandra jetzt auch noch Schild, oder Rüstungszerreißen macht. Oder Schild schmettern, heißt es ja hier. Immer dran denken, dass wir hier noch, was, irgendwas zum Interagieren? Ah! Trophäe, rückgebildete Teufelsknochen. Ja, seht, da hätte ich beinahe übersehen. Es ist aber gut, dass in der Nähe immer schon so ein bisschen angezeigt wird, dass man was anklicken könnte. So, Burschens.
gehärtete Stahlwaffen. Glaube ich das? Oh Gott. Wenn er jetzt diesen, wollte ich gerade sagen, wenn er jetzt diesen Schlag gemacht hätte, wären wir voll am Arsch gewesen. Dann wären wir so schnell nicht rausgekommen aus der Einengung da. Oh. Ich glaube, wir haben kein Dietrich mehr, ne? Das war eine schöne Truhe, aber ne, wir haben keinen Dietrich mehr. Schade. Wir haben keinen Dietrich mehr. Das war ein Witz, ne? Wir finden immer mehr Truhen mit legendärer Ausrüstung drin, als wir Schlüssel finden, ne? Oder Dietriche. Ich glaube, die Anzahl an Dietrichen, die wir bisher in dieser Staffel hier gefunden haben, die kommen an einer Hand abzählen. War bis jetzt noch nicht so effektiv. Das ist aber eine krasse Attacke, die der macht. Ey. Muss ich ja mal gestehen, finde ich gar nicht mal schlecht. Was wir mal machen werden, wir werden mal das Altarium hier mitnehmen. Denn wir müssen mal bei Gelegenheit mal ein paar Barren machen. Damit wir an dem Flurschrein dann mal etwaige Gegenstände craften können. Ne? Oh, Bogenschütze. Ich muss gestehen, das Schild von den grauen Riesen gefällt mir. Das ist das Blutungsschaden bei Gegnern verursacht, wenn die uns, wenn wir blocken. Das ist eine feine Sache. Was ist das hier? Ey. Ich habe keine Ahnung, was wir hier gerade gemacht haben. Was das jetzt... Ah, das ist, glaube ich, ein Timer, ne? Der hat jetzt hier diese Seitenteile anscheinend aufgemacht. Teufelskriegsbemalung, nehmen wir mal mit. Haben wir so noch nicht gehabt. Gönnen wir uns mal. Müssen wir bei Gelegenheit mal ausprobieren, ob wir diese Kriegsbemalung auch auf unsere Begleiter drauf machen können, indem wir sie ins Inventar packen und dann irgendwie über benutzen oder so das Ganze vielleicht aktivieren. Also ähnlich wie Tränke oder Verbände, wenn wir die bei unserem Begleiter im Inventar benutzen würden. Denn ich selber, muss immer gestehen, bin jetzt nicht so ein Mega-Freund von Kriegsbemalungen. Ich mag da mehr so den natürlichen Look. Aber so auf einem Begleitung? Auch nochmal Altarium. Jede Menge Stahlwaffen, die wir hier kriegen. So, hier können wir, glaube ich, wieder einen Hebel betätigen. Genau. Auch nochmal Altarium. Ja, und runter das Ding. So, hier wäre auch nochmal eine große Truhe, aber da brauchen wir auch wieder ein
Dietrich für? Müssen echt gucken, dass wir mehr Voltbosse irgendwie mal klatschen. Uns vielleicht mal irgendeinen in der Nähe aussuchen. Ich meine, gut, wir hatten ja zwei in der Nähe unserer Basis, ne? Wo wir unsere liebe Tessa damals verloren haben. Auf schmerzliche Art und Weise. Auch mal hier schon? Ich bin jetzt gar nicht sicher. So, auch wieder Altarium. So, und jetzt dürfte schon die nächste Ebene gehen. Bis jetzt sind wir ganz gut durchgekommen, ne? Bin ich halt, wie gesagt, mega auf den Boss gespannt, was der hier so kann. Glaube ich das? Wie frech? Wie der aber auch immer als erstes gleich mal mich anvisiert hier. Widerlicher kleiner Bogenschütze, ja, fass ich ja nicht. Sieht aber auch mega geil aus mit diesen, mit den Grafikeffekten, wenn die den Angriff hier aufladen irgendwie. Sieht echt cool aus. So, ich bin mal neugierig. Wir gehen den Weg hier mal nochmal gemeinsam durch. Wir haben ja festgestellt, dass wir immer mal wieder wertvolle Sachen dabei finden. Unsere Begleiter machen dem Vieh deutlich mehr Schaden als umgekehrt. Das gefällt mir. Ist hier nicht eben... Was ist denn das für ein Bogen? Gehärteter Stahlbogen. Naja, brauchen wir auch schon nicht mehr, ne? Ist halt immer mega heftig, wenn man irgendwo erstmal an einen Punkt angekommen ist, wo man viele Sachen einfach nicht mehr braucht, ne? Wo man sich so an vorherigen Punkten die Finger nachgeleckt hätte. So, gucken wir mal. Ist das schon das Final Stage zum Boss? Sieht so aus, ne? Scheint schon der Endboss zu sein. Tja. Wäre natürlich nicht so schlecht, wenn wir erstmal die Kleinen ranpullen könnten. Irgendwie. Problem ist, sie gucken nicht in unsere Richtung. Ah ja. Hat funktioniert. Mein Knoblauchatem hat wieder gezogen. Muss aufpassen, dass wir nicht zu dich dran gehen. Muss man nicht aus Versehen den Bus schon pullen. Ne? Ah ja, komm. Schön einer nach dem anderen. Ich weiß nicht, ob man die Musik gerade so ein bisschen laut genug hört. Aber da kriege ich gerade voll Nostalgie-Vibes. Ne? Das ist halt so eine der Musik-Soundtracks von Age of Conan damals, ne? Dem MMO-Ableger von Conan. Das habe ich damals auch mega gesuchtet, ey.
Muss ich mal gucken. Das ist ja mittlerweile komplett free to play. Ob ich da auch mal ein Let's Play zu mache. Muss ich mir bei Gelegenheit mal angucken, wie Conan Unchained mittlerweile aussieht, wie da der Status ist. Und dann könnten wir theoretisch dazu abwechseln und dann auch das MMO uns mal anschauen. Und bei Gelegenheit oder bei Bedarf oder Interesse, je nachdem, könnte man das vielleicht auch mal im Stream dann spielen. Wäre dann nochmal eine Möglichkeit, wie gesagt, dadurch, dass es Free-to-Play ist, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, das in der Community Edition zu spielen. Gerade was dann Raids und sowas angeht. Hätte ich eigentlich schon Bock drauf. Naja. Der Boss war jetzt relativ unspektakulär, muss ich gestehen. Teufelsknochen-Streitkolben. Legendär. Nehmen wir mal mit. Braucht zwar eigentlich keinen Schwein, aber wen nimmst du mal mit? Das war ein relativ einfaches Dungeon, muss ich gestehen. Also gerade im Vergleich zu den Harpien, das allererste, was wir gemacht hatten, war das hier recht einfach. So, dann gucken wir uns mal die Videosequenz an, ne? Ein weiterer Teil der Geschichte hier auf der Isle of Scepter. Liadkoje kurkarpetslon jokotannan lipentiara must forra jolanda dagura vastara leilanda. Mhm. Ein Bürgerkrieg der Monster sozusagen anscheinend, hm? So, das können wir uns mal reinpfeifen. Wollen wir mal gucken, was uns das bringt. Altari nehmen wir auch mit. Das nehmen wir noch mit. So, und den Rest können wir auch drauf verzichten, denke ich. Hier ist nochmal eine geile Teufelsbemalung. So, und nochmal ein bisschen Altarium. So, und dann wollen wir mal gucken. Dürfen wir natürlich jetzt nicht vergessen. Wir brauchen natürlich noch die Teufelswaffen, wenn es denn hier sowas gibt. Gibt es hier gar keine Rezepte, ne? Habe ich jetzt jedenfalls nicht gesehen gerade. Nee. Hier scheint es keine Rezepte zu geben. Ah, doch, hier. Okay. Bin ich einfach dran vorbeigelaufen. So, Teufel-Waffenkammer. Okay. Und hier haben wir auch die Rüstungen. Teufel-Gewölbe-Rüstungen. Das ist ja einwandfrei. Dann haben wir alles, was wir brauchten. Und können ans Teufelsgewölbe einen Haken machen. Check. Sehr schön. Haben wir wieder einen Dungeon geklärt. Müssen wir generell mal gucken, wie viele Ziele noch auf uns warten. Ne? Die sind alle so ein bisschen kreisförmig angeordnet. Müssen wir da mal gucken. Es sieht mir aus, als ob es hier Karmin-Lotus ist, ne? Was wir hier kriegen. So, und wir hatten, glaube ich, wieder eine Herausforderung abgeschlossen. Genau, ein Gewölbe abschließen. Lohnung anfordern. Erledigt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Schwarzeis wollen wir hier auch noch kriegen, wenn wir es denn wollten. Und wir können mal gucken. Wir haben ja gerade einen Auftrag, wo wir 10-mal Silber abbauen müssen. Wir können mal gucken, ob das 10-mal werden. Ach, das ist Gold. Dieser Moment, wenn du eigentlich Gold findest, aber mega enttäuscht bist, dass du Gold findest. Aber riesige Goldquellen, ne? Schwefel. Schwarzes Eis.
Können wir uns mal ein paar Markierungen setzen, dann haben wir hier gleich wieder eine Übersicht. Silber. So, und eine Markierung für Pflanzen werden wir uns mal noch legen. So, Kaminlotus. Da haben wir gleich wieder eine Übersicht, was wir hier so kriegen. Und ja, damit sind wir schon am Ende der Folge angelangt, meine Freunde. Das bedeutet, nächste Folge werden wir uns auf den Weg machen zum nächsten Dungeon. Das dürfte hier sein, also gar nicht mal so dolle weit entfernt. Und ja, lasst euch mal überraschen, was uns da erwartet. Für die Folge gerne wieder fleißig kommentieren und bewerten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf der Isle of Zypta. Bis dahin, schön gesund bleiben und ciao, ciao.